EVRTV wird Ihnen präsentiert von Micromusic und Buderus. Die Deutschland-Cup-Pause ist beendet und somit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Gegnercheck vor dem 12. Spieltag zwischen dem EV Regensburg und den Höchstadt Alligators. Das direkte Rückspiel zwischen beiden Teams, denn die letzte Partie vor der Länderspielpause stieg in Franken. Dort gab es für den EV Regensburg, wir alle können uns erinnern, ein knappes 3:2 nach Verlängerung. Und der ein oder andere mag vielleicht auch etwas überrascht gewesen sein, wie stark denn der Aufsteiger aus der Bayernliga aufspielen kann. Wir starten gleich mit den besten Punktesammlern beider Mannschaften beim EV Regensburg. Nach wie vor Billy True mit 21 Scorerpunkten auf Platz 1. Bei den Gästen ist das Kontingentstürmer Michael Petrak, der konnte schon 16 Punkte sammeln. Der beste Torjäger beim EVR ebenfalls ein Importakteur. Brandon Wong konnte schon 10-mal die Scheibe im gegnerischen Gehäuse versenken. Unter anderem beim Hinspiel in Höchstadt das 1:0 der Regensburger Nummer 10. Bei den Gästen ist das Aleš Kreuzer, der schon in der DEL2 für die Fishtown Pinguins Bremerhaven aktiv war und mit den Kassel Huskies in der Oberliga ein sehr, sehr gutes Jahr landen konnte. Auch er traf schon 10-mal in das gegnerische Gehäuse. Die Top-Vorlagengeber beim EV Regensburg, wieder Kapitän Billy True am Platz an der Sonne. 15-mal konnte er seine Mitspieler bedienen. Bei den Gästen Michael Petrak, auch hier der Beste seiner Zunft. 11 Vorlagen führten zu Toren für den HEC. Die Torhüter beider Mannschaften nominell die 1 beim EV Regensburg, Cody Brenner mit einem Gegentorschnitt von 2,52 und einem 0:0. Bei den Gästen ist das Philipp Schnierstein, der 3,03 Gegentore pro Spiel kassiert. Aber all die Statistik ist heute mit Sicherheit nicht so viel wert. Höchstadt wird von 250 bis 300 Schlachtenbummlern unterstützt. Regensburg will gut aus der Pause kommen, will die 3 Punkte haben, denn jeder weiß nach diesem Hinspiel in Höchstadt, das wird ein hartes Stück Arbeit. Dementsprechend ist für Spannung gesorgt. Wir sehen uns nachher auf dem Eis. Bis dahin, die Mannschaften machen sich nochmal kurz warm, besprechen letzte taktische Kniffe. Wir sehen uns gleich zum ersten Bulli.